Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner weiteren Folge hier bei der Karte Noch für den Marsch, Version 2.5. Ich räume gerade hier ein bisschen auf, mache die Straße frei, damit unser Missfahrer die BGA beliefern kann. Denn die brauchen noch viel Gärreste, das heißt, die muss arbeiten. Die andere BGH verarbeitet unsere Silageballen, die arbeitet also auch. Ist die viel und da ist ein Gärreste, aber immerhin, ne? Dann haben wir erstmal alle Felder nicht bestellt, aber erstmal ein Feld ist noch bei, da muss man Rest Raps drauf, ne? Dann können wir wieder auf 5 gehen. Die Fahrzeuge müssen nachher gewaschen und repariert werden. Und das ist Kalk, unser Missfahrer hier. Und Liste, alles verkauft. Wir fahren jetzt zur Papierfabrik. Mal gucken, wo wir am besten fahren. Fahren wir hier so rein. Fahren kann es nicht. Alle Straßen führen zur Fabrik. Oder nach oben. Hier ist Sackgasse. Ja, alle Straßen, ja. Viele war es, ne? Mann, Schiss. Aber gut, das Stückchen können wir zurückfahren. Das war ja mächtig daneben, ne? So, Zuschauer, nochmal ein dickes Dankeschön für fleißig reingucken und fleißig liken. Der eine oder andere macht es ja ab und zu mal. Das ist schön. Ein dickes Dankeschön dafür. Ja, ne? Also, wir machen hier weiter hier unsere Arbeit hier. Das heißt, alles in Schwung halten, die Produktion wieder richtig in Laufen bringen. Das heißt, ich brauche jetzt Papierkartons und Papier und Kartons für die Molkerei. Da ist Karton komplett alle. Hier sehe ich auch wenig Paletten. Ja, da müssen wir auch noch einige verteilen. Ne? Ich glaube, hier müsste ich mal eine neue Version aufnehmen, Anführungszeichen. Ich müsste mal die alte löschen und die neue raufbringen. Dann wird da hinten auch die Palettenproduktion gezeigt. Oder Tischlerei. Irgendwo war noch Tischlerei. Ach, da oben. Und dann ist es original. Ich habe festgestellt, man kann hier zum Beispiel, wer Bäume fällen nicht mag und Transport so unangenehm findet, also ich glaube, hier in der Ecke kann man Hackbüssel abkippen und dann erscheinen da auch Balken. Ne, also theoretisch, wenn man jetzt hier große Mengen braucht, kann man ja Dings anbauen, ne, pappeln und dann herfahren, ne, und dann wird es da raus. Bäume haben wir noch drin. Also wir brauchen jetzt, man könnte theoretisch Hackbüssel nehmen vom Sägewerk und da abladen und wäre bei uns voll. Ich brauche eine Leerpalette. Warum ist das hier die Produktion an? Also war eh aus. Das brauchte ich ja nicht. Beziehungsweise war ja Prinzip, dass ich Bretterpaletten kriege. Nur 45.000? Nee, Bretter nicht. Leerpaletten. So. Maximum 2. Geht nur 24. Wir brauchen ein paar. Quatsch. Paletten brauche ich keine. Beziehungsweise nehme ich mal mit. Da wollte ich hin. Gut, dann nehme ich mal ungefähr. Da waren noch ein paar. Ich weiß nicht wie viel, aber. Ich werde hier ungefähr 7-8 mitnehmen. Und den Rest halt Verpackung und Papier. So, das sind 2. Ups, 8. Aufladen Ende. Dann fahren wir eine Ehrenrunde und dann Rest Kartons, machen wir unten Karton,
8. 12. 12 Papier und 20 Kartons. Würde ich mal meinen. Im Groben. Also ein, zwei kommt es da nicht drauf an. Hier müsste ich aber mal, ne, Straße. So. Schau mal. Wasser? Wasser geht noch. Dann haben die kaum produziert, dann haben die nichts da. So. Da fehlt garantiert was. Hat weiß ich auch nicht. Wasser ist da. Der Planeten auch. An. Ist deaktiviert und ist voll. Oh je. Ich brauche Karton. Papier, habe ich gesagt, 12. Ja, 12. Erzeugen. Deswegen arbeite ich auch nichts. Und Karton 20. Müsste ungefähr so hinkommen, dann müsste der LKW voll sein. Und werden liefere ich Karton nach. Das ist ja kein Problem. So. Erstes Mal Karton drauf. Dann mit rückwärts. Das alles hinkommt und ein paar noch. Hab richtig gerechnet. Und wenn wir auch nicht tragisch mal nachkippen können oder dann lässt halt stehen, ne? Ist ja halt so, ne? So, dann können wir noch was verkaufen letztendlich, ne? Dann gehen wir mal zur Molkerei. Einzig was blöd ist, wir müssen, weil Leerpaletten ist ja im Werk und das andere ist ja draußen. Paletten ist ja nur 8, das heißt, wir müssen erstmal draußen liefern. Und warten, bis es erledigt ist, dann können wir die Dinger wieder aufnehmen. Die 8 Stück. Ich fahre erstmal hin. So, erinnern Sie. Der LKW ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, aber denk mal, das kommt so hin. Oder? Dann können wir hier ein bisschen steuern. Mit dem Programm. Der hört man auch nicht, ne? Machen wir wieder auf 20%. Gesamtlaufstärke. Speichern. Das war auch weniger. Jetzt soll er ein bisschen ins gelbe Bereich gehen und zurzeit ist gerade mal mit Platz. Ihr müsst ihr mal Kommentar abgeben, ob es zu leise ist und zu laut ist. Einige Fahrzeuge sind eh zu laut. Ist ja leider so. Und andere sind leise, das ist mir ganz blöd. Jetzt ist ein bisschen, sollte so passen. Ich werde zuerst mal die Tank auf diesem Papier. Das kriegen wir innen drin gar nicht so gut hin. Weil der Trigger ist da nicht so groß. Beziehungsweise wir haben dann zu viel von einem anderen Zeug. Ne? Papier geht da oben nicht rein, an Kartons. Links, ne? Da haben wir einen größeren Trigger und da können wir entsprechend Blöcke Mist 14,41% an die BGA voll. Geht von aus. So. B, Z, Abladen beenden, also ausmachen und dann fahren wir den vor. Und dann Z. Jetzt muss ich hier kurz warten, bis die ganzen Kartons angenommen wurden. Ne? Und
Zum Schluss können wir Paletten wieder aufladen. Geht ja meistens sehr schnell. Wenn die alle drin sind, ne? Wie man so sieht. Jetzt nur normal wieder aufladen, sobald es die untere Reihe weg ist. Weil die Papierdinger, die oben drauf sind, die nimmt der ja nicht an. Und werden schon weg. So, kurz wieder aufladen. Und dann wieder abladen. Jetzt nimmt er alle an, die unten sind, die hierher gehören, also Verpackung. Ganz gut aus, Papier ist noch nicht voll, da können wir bei Gelegenheit nochmal auf der fahren. Und zack, da haben wir alles da. Jetzt sind wir hier wieder aufladen, das fahren wir gleich rein. Und dann werden wir es gleich nachher zurückfahren, pardon. Zurückfahren und dann die Vollmilch, Butter oder dergleichen mitnehmen. Das muss ich mir üben. Hier ist es ziemlich eng. Muss ich weiter ausholen. Kann ich mir vorstellen, im realen Leben wäre das genauso. Beziehungsweise die LKW-Fahrer sind ein bisschen geübt. Also da staune ich immer wieder darüber, wie die das so hinkriegen. Ne? So. Schauen wir innen drin rein. Genau. Wir müssen vorne erstmal die Paletten abgehen. Da ist noch einiges da, das ist noch nicht so viel. Wie gesagt, ich wäre eh da. Ja, B, U, B, Z. So, jetzt fahren wir zurück. Und gucken mal, was wir da haben, ne, an Produkte. Die arbeiten jetzt jedenfalls wieder, das ist richtig. Und dann gucken. Karton. 800.000. Ja, so. Vollmilch, Butter, Quark. Dann würde ich Butter mitnehmen und dann Quark. Also 20-20. Kommt man nicht rein. Menü kommt nicht rein. Ja, das muss man anders machen. Schein G. Brückenbau. 1-1. Ja, das ist eigentlich fertig normalerweise. So, Strohballen, Zuckerfabrik, Zement, Zellstoff, Turmballen, Schlachter, Plattenschutz, Eschfutter ist voll, Kiesgrube, Heutrocknung, Heuballen, Hauerei, gut, meine Wolkerei, Schlachter, Sägewerk. Was wir sehen, Düngerstall und Brückenbau, Kiesgrube, Malzfabrik, Molkerei, Mensch, Junge, das ist alles da. So, Efeurahmen 20 Butter. Irgendeiner blockiert diesen Trigger und 20 Quark. Wenn das passt, wenn das hinpasst. Geht nur 12, ne? Ja. Nicht ganz fertig. Jetzt geht's? Ne, auch nicht.
ist der andere Blocking, glaube ich, hier, der wieder. So, aufladen. 12, dann muss ich noch 8 aufbringen. Ne? Zwar Park. Ist im Grunde egal, Hauptsache irgendwas. Ne? Seit 15. Ja. Letzten beiden Folgen waren ja meistens. Ah, jetzt geht's. Vollmilch. Quark wollte ich nehmen, ne? 8 Stück. So, und dann war nachher noch einmal Joghurt. Kriegen wir keine Ladung mehr voll. Sahne war noch recht voll. Und Butter. Butter und Vollmilch. Dann können wir nochmal Papier mit dem Aufladen. Können wir nochmal Papier in den Karton herbringen bei Gelegenheit. Das haben wir noch gefehlt. So, was haben wir drauf jetzt? Quark zum Beispiel. Wegen Verkauf. Oder war Butter? Aldi. Ich fahr Lidl wieder. Der Weg war zu weit. Ah, das machen wir nächste Folge. Ich aber, das soll es auch schon gewesen sein. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, und ein dickes Dankeschön für fleißig reinschalten. Dann seid mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.